So, heute haben wir jetzt den zweiten Tag. Wir haben jetzt den ersten Bereich angefahren und wir sind hier in der Nähe vom Fahrwasser. Das beißt gleich recht gut. Also Wetter passt heute auch wieder. Ups. Ich denke, das wird eine schöne Fischerei. Ich werde gleich mal so ein bisschen was erklären zu den Angelstellen. Wir haben ja Möglichkeiten, überall zu fischen. Und die Barsche, die halten sich ja je nach Wetterbedingungen in unterschiedlichen Bereichen auf. Wir haben jetzt gerade mal hier ein bisschen mit dem Fahrwasser angetestet. Wir haben 5 Meter Wassertiefe. Da stehen sehr viele Barsche, konnten wir auch auf welche Lot sehen. So Fahrwasser sind ja allgemein recht gute Bereiche. Vor allen Dingen auch so Engstellen, wo mal die Strömung so ein bisschen durchgeht. Gerade wenn das Fahrwasser rechts oder neben dem Fahrwasser alles sehr flach ist, das Fahrwasser ein bisschen tiefer und die Strömung da durchläuft. Die Botten sind ja kein stehendes Gewässer, da fließt es ja permanent rechts nach links, wie auch immer. Und solche Engstellen kann man sich sehr gut suchen. Hier ist eindeutig natürlich das Jiggen ideal, dass man viel die Bodenbereiche abtastet. Die Fische, die wandern, wenn Strömung da ist, die wandern sehr häufig dann halt durch. Da muss man halt einfach mal ein bisschen aushören, da kann man Anker setzen, wenn Strömung ist. Und die Fische kommen automatisch vorbei. Wenn wenig Strömung ist, sollte man eher treiben. Dann kann man sich mit dem Driftsack parallel so mit dem Fahrwasser ein bisschen lang treiben lassen. Und da findet man dann auf alle Fälle irgendwo Bereiche, wo viele Barsche sind. Hier hatten wir gerade ein paar schöne Bisse. Mal gucken, ob wir gleich einen Live-Biss kriegen. Ansonsten geht es natürlich auch in andere Bereiche. So Kanten, wo die Strömung so ein bisschen raufdrückt. Da sammeln sich auch immer Barsche definitiv. Da kann man gut fischen. Nachher Flachwasserbereiche, da wird eindeutig wieder dann, dass so das Wobbler oder Chatterbaits dann eindeutig besser laufen, weil da gibt es immer Probleme, wenn man viel Kraut hat. Das werden wir nachher noch machen. Hier machen wir erstmal einen Einstieg. Jetzt beißt es gerade nicht, aber da kommen gleich noch 2, 3 Drills. So, wir sind hier gerade über der Rinne gefahren. Und hier haben wir gerade ein paar Barsche gehabt, an einer Ecke direkt in der Rinne drinne. Da sieht man diese kleinen Pixel, da hatten wir auch gerade ganz viele Bisse. Und den Bereich kann ich gleich mal markern. Gucken wir mal gleich. Ich setze mal einen Anker, so dass wir genau reinwerfen können. So, wir haben hier leider einen Ankerplatz gehabt, wo nur kleine Fische kamen. Ja, und manchmal, wenn so viele da stehen, sind die leider gehakt. Wir werden gleich mal weiterfahren. Das sind fast nur kleine Fische gewesen. Und ja, wenn da unten so viele stehen, das passiert schon mal, dass wir welche haken. Das ist nicht beabsichtigt, deswegen werden wir jetzt so weiterfahren. So, neue Stelle, neues Glück. Wir haben jetzt hier so einen Bereich, wo ein paar Steine neben dem Fahrwasser sind. Und wir driften hier von den Steinen so ganz leicht aufs Kraut hoch. Und hier probieren wir mal komplett die gesamte Drift. Das heißt, vom Tiefen richtig ins Flache bis teilweise, na, komm her, der sitzt aber auch. Bis teilweise direkt auf dem Kraut, wo wir nachher auf 1,5 Meter mal fischen. So, wir haben eine neue Stelle angefahren. Wir rutschen hier vom Fahrwasser runter ins flachere Wasser, also Fahrwasser, dann kommen ein paar Steine ganz leicht und dann kommt das Kraut. Und ich will mal die Driften jetzt hier mal komplett 2, 3 Mal machen. Das heißt, dass wir unten im Tiefen ansetzen, bei 4 Meter ungefähr, mit Jigköpfe, mit ich sag mal so 15 Gramm Jigköpfe, ganz langsam auf die Steine rauf, dann kommt so ein bisschen Kraut, dann können wir mal auf den Wobbler oder auf einen anderen Hardbait umsetzen. Und da gucken wir mal, dass wir den gesamten Bereich jetzt mal abtasten. Von tief, sage ich mal, 4 Meter bis auf 1,5 Meter hoch.
wir sind hier langsam aufs Kraut drauf gerückt. Wassertiefe knapp 2 Meter. Und hier zwischen stehen natürlich immer ein paar Hechte wieder. Und da haben wir mit dem Spinnerbait ein Hecht gekriegt. Kein Riese, aber steht gut im Futter. So, der darf wieder gehen. Und da ist er. Ja, der Spinnerbait läuft gut hier über dem Kraut. Immer mal ein paar Attacken. Bleibt nicht jeder hängen. Aber bei dem hier auf alle Fälle hat es geklappt. Ja, die Spinnerbaits sind eigentlich auch sehr einfacher Köder. Die braucht man wirklich bloß einleihen. Man muss anhand vom Gewicht, vom Bleigewicht, was der Spinnerbait hat, beziehungsweise von der Einholgeschwindigkeit, kann man halt wirklich viele Tiefenbereiche abdecken. Also teilweise ganz flaches Wasser, auch wenn es nur 1 Meter tief ist. Aber auch mit dem 28 Gramm Spinnerbait fische ich teilweise in 3-4 Meter Wassertiefe ganz langsam geleiert. Natürlich gibt es da ein bisschen mehr Fehlbisse wie auf andere Köder. Die Rute sollte ein bisschen kräftig sein, also da solltet ihr auf alle Fälle die 50 Gramm Rute nehmen, weil der Köder alleine, der hat ja schon einen sehr, sehr starken Widerstand. Und damit man auch wirklich den Anhieb durchbekommt, sollte halt die 50 Gramm Rute halt sein. Ja, ganz einfach zu führen, auswerfen, kurz beschleunigen, dass die Spinnerblätter anlaufen und dann halt die richtige Geschwindigkeit finden, je nachdem, welche Wassertiefe man hat. Und die Spinnerblätter, das weiß man ja von normalen Blinkern oder Spinner, die locken halt von weiter Entfernung. Und unten halt der Fransenköder, da kommen die Bisse halt drauf. Und ist ein schönes Angeln. Und gerade jetzt beim Barsch, und da steigen auch immer schöne Hechte ein, definitiv. Gerade hier im Flachen hat man halt deutlich weniger Krautkontakte durch den Einfachhaken wie mit anderen Ködern. Das ist ein Hecht, glaube ich jedenfalls. So, wir sind hier noch am Rand von der Rinne. Ich habe jetzt ein Shutterbait drauf, aber einen schweren. Da ist jetzt mal ein Hecht eingestiegen. Den habe ich ganz langsam über den Boden geführt. So, da ist er. Ein halbstarker, wie gesagt, 28 Gramm Chatterbait, so bei 3,5 Meter ganz langsam geführt über den Boden, nur durchgeleiert. Man muss das Gefühl hinbekommen, dass der Köder vielleicht 20, 30 cm über den Boden läuft und dann fängt er auch sehr gut. So, da haben wir den nächsten Barsch. Da waren gerade sehr viele Bisse hier auf dem Chatterbait. Im Augenblick scheint er genau der richtige Köder zu sein. Die drehen gerade so ein bisschen durch, phasenweise. Viele Fische, die hinterherkommen, immer wieder ein paar Anfasser. Mal gucken, mal ein Versuch direkt noch mal nach vorne. Da waren gerade Bisse. Komm, 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 ein Biss. Ist jetzt relativ flach. Ich führe den Köder halt gefühlt auf 1 Meter ungefähr. Ein bisschen Kraut dran, verdammt. Mal gucken. Da war ein Biss. Kommt noch ein, noch ein, noch ein. Da ist er. Ja. Jawohl. Läuft. Schön hier über dem Kraut geführt, sehr schnell geleiert. So, schöner Fisch.
war jetzt mal eine kurze Beißphase, Beißflaute. So, jetzt kommt mal wieder ein Hecht auf Gummi. So, wir driften jetzt wieder hier so ein bisschen über den Flachwasserbereich, über den größeren. Ist hier viel um 2 Meter mit Kraut. Da hatten wir vorne auch so ein bisschen die besseren Fische drauf. Ja, und da läuft der Chatterbait ganz gut, den man einfach nur durchleiert. Es war kein Riese, aber weiter. So, zwei meiner Lieblingswobbler auf Barsch sind einmal der Rathlins Sting. Das ist ein 9 cm Modell, das ist so ein Twitchbait. Läuft ungefähr Mittelwert auf 1 Meter. Den kann man wunderbar über dem Kraut führen. Zum einen kann man den leiern, aber ein bisschen besser ist, wenn man den wirklich mal so kleine Schläge verpasst. Der geht immer rechts, links. Wir haben Kugeln, die sich verlagern. Das heißt, der sackt auch manchmal rückwärts ab, manchmal ein bisschen nach vorne. Ist wirklich ein klasse Köder. Heute muss ich sagen, läuft es wirklich nicht so gut mit den beiden Wobblern. Hintergrund, ich glaube, wir haben relativ klares Wasser und es kann sein, dass die Rasseln ein bisschen zu laut sind. Aber sonst immer eine Bank, schön übers Flachwasser geführt, fängt auch zwischendurch immer einen guten Hecht, also top Köder. Ansonsten ist der Hornet ein super Köder. Das ist das 5,5 cm Modell, läuft so mittel bei ja, so 2-2,5 Meter. Wenn man den schnell führt, bei 2,5 Meter ditcht der vielleicht manchmal auf, wenn man die Wassertiefe genau hat. Ansonsten, wenn man die Rute hochnimmt, kann er so bei 2 Meter laufen. Ist auch ein sehr guter Köder. Aktuell heute leider auch nicht eine Bank, aber den sollte man immer mit bei haben. Bei der Wobbler-Geschichte nehme ich eher so ein bisschen die feinere Rute, also so eine 30 Gramm Rute. Da hat man halt wirklich ein gutes Gefühl, wie der Köder läuft. Und die Drillinge, die sind nadelscharf. Das heißt, wenn die Fische darauf beißen, die hängen auch. Da sollte die Rute nicht zu hart sein. Die sollte eher noch ein bisschen vernünftig abfedern. Zwei Köder, die immer gut Barsch bringen. So. Da haben wir mal schön auf dem Hornet einen Barsch. 3 Meter Wassertiefe. Der Köder läuft grob bei, ja, auf 2,5 Meter. Da, Mann. Eben habe ich noch ein bisschen rumgemeckert, dass Wobbler nicht läuft, aber jetzt habe ich kurz hintereinander 3 Bisse gekriegt. Die Tiefe stimmt wohl. Da ist er wieder. Der Hornet. Ganz langsam geführt. Läuft er dann so 2,20, 2,30. Die rasseln ganz leicht. Ich habe den jetzt sehr, sehr langsam geführt, halt, dass er nicht so extrem laut ist und so stark vibriert, sondern dass er ganz entspannt läuft. Bis auf bis hierher. Gucken, passt gerade 2,60. We'll be right back.
So, mal wieder der Chatterbait. So langsam geht ja die Sonne schon runter. Wir werden nicht mehr allzu lange machen. Und jetzt ist so ein auffälliger Köder auf alle Fälle immer top. Sehr gut. Hier nochmal kurz ein paar Tipps zu den Chatterbaits. Also sind echt richtig schöne Barschköder, auch für Hecht gut geeignet. Aber auch beim Barschangeln hier, wir haben ja Gewichte so zwischen 14 und 28 Gramm. Die Köder sind auch ganz einfach zu führen, auswerfen, absacken lassen, nur normales Leiern. Man kriegt durch das Blatt hier vorne absolute Rückmeldung in der Rute, die vibriert richtig stark. Und da muss man halt je nachdem, welche Gewichte man hat von den Ködern, beziehungsweise Routeneinstellung und Einholgeschwindigkeit, kann man wirklich die Köder zwischen 1 Meter und auch die 28 Gramm teilweise 4-5 Meter fischen. Hier haben wir sie hauptsächlich beim Kraut eingesetzt. Schön bei 2,5 Meter Wassertiefe. Das Kraut steht dann 70 cm vom Boden hoch. Das heißt, die Köder laufen dann bei 1,5 Meter nur geleiert. Die vibrieren schön und an einigen Tagen flippen die richtig aus, die Barsche. Man merkt die Köder gut in der Rute. Wichtig auch, eine 50 Gramm Rute nehmen, keine zu leichte, weil halt wirklich der Druck vom Köder schon sehr hoch ist. Und der Haken ist recht kräftig, den muss man halt wirklich bei den Bissen sehr hart ansetzen, den Anhieb. Und ja, Top-Köder. Und besonders, wie gesagt, bei trübem Wasser und wenn man mal hier über dem Kraut fischt, auch in der Dämmerungsphase, absolut geile Köder. Kann ich nur empfehlen. Oh, da sind mehrere hinterher. Oh ja, gleiche Größe. Ah. Da, Mann. Oh, ja. So, da haben wir noch mal einen. Wir werden jetzt Feierabend machen. Tittler fast. Ja, wir haben 2 Tage auf Barsch gefischt. War insgesamt gar nicht so schlecht. Allerdings habe ich ein bisschen mehr erwartet, weil die Tage davor lief es teilweise richtig gut. Wir haben leider keinen 40er Barsch mit bei gehabt. Eine ganze Menge Barsche. Schöne Schnittbarsche, so um die 30 cm waren viele bei. Ein paar Hechte. Und insgesamt war es eigentlich okay. Ich habe bloß ein bisschen mehr erwartet, aber das klappt halt nicht immer so, wie man es gerne möchte. Ja, dann würde ich sagen, wir machen jetzt Feierabend. War hoffentlich eine schöne Tour. Bis zum nächsten Mal.